Hallo und herzlich willkommen zu der Evil Within. Es wird dann so werden, dass ich habe so gehört, dass die Spielzeit recht lang ist. Ich werde nur dieses Spiel spielen, es werden keine anderen Spiele dazwischen kommen, so lange bis das Spiel eben fertig ist. Habe ich gehört, dass das ziemlich lange dauert, bis das zu Ende gespielt ist. Und ja, ein Horror-Game. Und ich würde sagen, bla 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 und so weiter. Ich starte mal das Spiel. Ich spiele das Ganze mit einem Controller, weil das angenehm ist. Und Helligkeit. Ich finde es in Ordnung. Nein, ich habe es vorher eingestellt. Die festgelegte Schwierigkeit kann ich spielen. Der Sessel hat sich bewegt. Nein, ich kann nicht mehr. Die festgelegte Schwierigkeit, die ich kann, in 20 Jahren. Standardschwierigkeit. Für die schwachen, ängstlichen oder. Ja, okay. Ich bin ein Noob. Ich spiele. Ich nehme das, ja. Komme Gegner nicht zu nah, damit sie dich nicht packen können. Ja, ich bin neugierig. Ich stelle schon mal meine Sachen weg. Jetzt kann ja sein, dass es ja wirklich unheimlich gruselig ist. Alle Einheiten 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1-4 verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1-4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 1-2-7, 1-2-4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Dazu. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. So. Eingeschaltet, ja. Also, viele beschweren sich wegen der Steuerung. Ich muss sagen, momentan ist es noch gut, grafisch gesehen. Also ich finde es nicht schlecht. Manche sagen, es wäre altgebacken, es wäre so komisch. Also von der Reflexion, ich weiß, ich rendere meine Videos nicht in 1080p, weil das Hochladen extrem lang dauert bei mir. Es tut mir ziemlich weh, wirklich. Ich versuche mein Bestes zu geben, dass ich so gut wie möglich rendere. Und ja, ich probiere mal da reinzugehen. Ach, das reizt mich jetzt. Ich gehe jetzt mal zur Tür. Oh, richtig sogar. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Seit wann riecht Blut? Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Genau. Mach das. Dieses Kinoformat, das mögen auch viele nicht. Ich muss eigentlich sagen, ich finde es eigentlich geil, das ist einmal, weiß ich nicht. Na sicher, wenn diese schwarze Streifen nicht wären, wäre es größer, das Bild, aber... Ja, ich finde es halt cool.
Wie in deinem Film, ne? Hier lebt noch jemand. Dieser Kamera-Shaking-Effekt, keine Ahnung, wie das ist auch ziemlich cool. Das erinnert mich irgendwie bei Arma, wobei ich das ausgestellt habe, weil da wird man recht schnell schlecht. Wir sehen hier viele Leichen. Ah, da gibt's Bücher. So, ich musste. Ah, der hat das in der Hand, guck doch mal. Das, wie tue ich da interagieren? Kann man nicht. Obwohl ich dieses Tutorial eingeschaltet habe. Okay, ich komme doch nicht durch. Ah, gehen wir zur Rezession drüben. Oder wie das heißt. Aha. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Vom Entwickler her ist der eine von Resident Evil, finde ich ziemlich cool. Wollte mir gesagt haben. Nein. Was zur Hölle? Na, klotz doch mal in die Kamera. Oh, 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 oh. Was? Oh, hey. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich hänge. Tja, bin ich die Hauptspeise, so wie ich es gerade sehe. Hey, der Messer. Kamera drehen. Rechter Stick. Achso, ich kann mich drehen, aber ich... Aha. Okay. Mal weiter nach unten. Was ist das? Hängen wir Kopf über? Ja, wir hängen Kopf über. Nee. Was muss ich machen? Achso, ich muss shaken, Kamera drehen. Ja klar, stell dich vor, er hätte kein Messer gehabt. Was hätte er dann gemacht? Nur mal so Dings. Was hätte er gemacht? Gar nichts. Er wäre dann aufgespießt worden. Es ist recht viel Blut zu sehen in dem Spiel. So. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen muss. Ich befürchte, ich muss ihn töten. Pass auf, das mache ich jetzt. Schleichen RB. Echt? Wo ist RB? Was muss ich ihn jetzt killen? Ich kill ihn jetzt. Also ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. Ich befürchte. Schaut die Musik aus, die mag keiner. Oh, ich kenn Plan, was ich machen muss. Ich sehe nichts. Oh, schön! Kann ich nicht. Ja, so schnell ist das Spiel auch zu Ende. Oh Gott. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Ich weiß, ich muss schleichen. Muss ich ihn jetzt von hinten töten? Muss ich... Was muss ich machen? Das weiß ich eben nicht. So, das Ganze jetzt noch einmal. Ich kann... Kann ich das aufheben? Okay, ich kann nichts aufheben. Was kann ich hier machen? Was ist das? Eine Tür.
sie ist verschlossen. Ja, verschlossen, ja, sehe ich. Ich brauche den Schlüssel. Entweder der Schlüssel ist irgendwo hier. Der Typ kommt ja noch einmal zurück. Das ist ja nicht so. Der Schlüssel liegt hier irgendwo, aber ich habe keinen Plan wo. Kein Plan, oder? Er kommt noch mal zurück. Er geht. Das ist schon anstrengend genug. Wer hat den verdammten Schlüssel? Der hängt dort. Ich sehe ihn gerade. Ach Gott, jetzt geht's realisiert gerade. Und das nach ein paar Minuten. Okay. Dieselbe Animation wie immer. Er hört jetzt danach. Na komm schon. Gewöhnliche Schlüssel, ich will mal aus dem Keller erklären. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor der Modell eingebaut worden ist. Gut. Alter, das ist schon Krieg. So. Und jetzt schnell weg hier. Das erinnert mich irgendwie an Outlast. Ich glaube, dass so ähnlich ist. Nur halt ein bisschen mit solchen schlimmen Kreaturen und so. Wir rennen schnell in das Spiel. Kontrollpunkt. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Okay, ich kann nicht laufen. Das heißt, wir walken. Oh, du könntest dabei einer von den Kettenzähnen da schön mitnehmen. Die sind ja richtig schön aufgestapelt. Der Typ geht sich da aus. Oh, shit. Okay, muss ich was drücken oder so? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass er hinter mir ist. Ich habe unviel Angst. Ich muss irgendwas drücken wahrscheinlich. Doch, wunderbar. Ich kann nur humpeln. Alter, das Spiel ist fertig. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich... Oh, Fleischpastete überall. Links, rechts, oben, unten. Oh mein Gott, das ist so geil. Am Anfang ist es noch leicht, nachher wird es schwierig, geil. Meine Schwester hat das auf der PlayStation 4 schon gespielt. Sie ist zwar nicht fertig mit dem Spiel, aber sie meint, das ist halt ein bisschen heftig. Ich habe mir gedacht, das wäre nur gelacht, das schaffe ich bestimmt. Na, gucken wir mal. So, wir haben jetzt gleich die 15. Minute erreicht.